Hallo zusammen, hier sind wir unterwegs an die Saar, genauer gesagt an die Saarschleife. Als Stellplatz haben wir uns Mettlach-Orscholz am Atrium ausgesucht. Aber Pustekuchen, das ist nur noch ein reiner PKW-Parkplatz. So suchten wir Alternativen und fanden diese unten im Tal direkt an der Saarschleife, in der Nähe der Personenfähre. Dieser Parkplatz hat auch in der Nähe eine Fähr- und Entsorgungseinrichtung am Ortseingang von Dreisbach. Das ist ungefähr 1500 Meter vom Platz entfernt. Von hier aus unternahmen wir unsere Unternehmungen. Als erstes steht eine Wanderung zum Aussichtspunkt Klöf bei Mettlach-Orscholz auf dem Programm. Wir wählen hier diese als gefährlich deklarierte Wanderstrecke. Naja, so gefährlich ist sie nun auch wieder nicht, aber man muss schon einigermaßen aufpassen, da es doch recht steil an der Seite heruntergeht. Bei unserem Weg nach oben überwinden wir rund 200 Höhenmeter. Und genießen dabei auch wunderbare Ausblicke hinunter ins Tal zur Saar. Nach rund 45 Minuten Wanderung kommen wir am Aussichtspunkt Klöf an und vor uns erhebt sich der Turm des Baumwipfelpfades. Der ist 42 Meter hoch. Und von hier oben hat man eben diesen tollen, berühmten Ausblick vom Klöf hinunter zur Saarschleife. Wir laufen dann ein wenig den Baumwipfelpfad entlang. Der ist 1250 Meter lang und man führt dort die Besucher in 23 Meter Höhe durch die Wipfel der Bäume. Vorbei kommen wir dabei auch an einem Familienerlebnisgelände, einem quasi Spielplatz für Kinder. Natürlich auch mit Gaststätte. Die Rutsche ist übrigens der Saarschleife nachempfunden. Schließlich gelangen wir zum Eingang des Baumwipfelpfades. Hier mal Eintrittspreise und Öffnungszeiten dargestellt, für die, die das interessiert. Der Eingang zum Baumwipfelpfad befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Atrium, wo auch wir erst einmal eine Rast einlegen und uns etwas stärken, ehe wir zum Kleinen Klöf weiterwandern. Hier vom Kleinen Klöf hat man eine wunderbare Aussicht auf die Saar hinunter. Und zwar genauer gesagt auf die Seite, die nach Mettlach führt. Wir wandern weiter durch den Wald in Richtung Orscholz und gelangen dabei schließlich an die Reha-Klinik. Und hier an der Reha-Klinik finden wir tatsächlich Wohnmobilstellplätze. Dieses Zeichen deutet darauf hin, man fährt ein, zieht ein Ticket, kann sich hinstellen. Und wenn man dann wieder herausfährt, zahlt man vorher an der Rezeption und kann dann entsprechend wieder ausfahren. Dieser Stellplatz hat keine Fähr- und Entsorgung. Wir wandern immer am Ortsrand von Orscholz entlang. Wir wollen zum Orkelsfelsen. Von hier aus hat man einen wunderbaren Überblick über die gesamte Umgebung, hier speziell auf den Turm vom Baumwipfelpfad.
und natürlich auch auf Orscholz selbst. Von hier aus wollen wir wieder hinunter ins Tal und kommen dabei an dieser Straußenfarm vorbei. Das sind schon imposante Tiere. Im Tal angekommen begegnen wir der Maria Kron, einem Flussdampfer, der zwischen Mettlach und Reisbach verkehrt. Mit der Personenfähre setzen wir auf das andere Ufer über. Hier mal wieder eingeblendet Fährpreise und Fahrzeiten. Wenn man die Fähre benötigt und sie befindet sich am anderen Ufer, kann man sie über die Glocke entsprechend rufen. Während die Fähre wieder abgelegt hat, wollen wir weiter wandern zur Burg Montclair. Dort, wo heute die Burg Montclair steht, war bereits zur Zeit der Kelten ein befestigter Platz. Und diesen Platz nutzten später dann auch die Römer, ehe im Jahr 1190 die Burg Montclair erstmals als Burg urkundlich erwähnt wurde. Sie verlor im Verlauf der Zeit, spätestens im 15. Jahrhundert, ihre Bedeutung, verfiel zunehmend und wurde erst 1833 auf Anordnung des Kronprinzen Friedrich Wilhelm III. Restauriert. Heute ist sie ein beliebtes Ausflugsziel und auch wir gönnen uns einen Eisbecher. Als nächstes unternahmen wir eine Mountainbike-Tour über Mettlach nach Saarburg. Dabei kommen wir an der Schleuse Mettlach vorbei, wo die Schiffe 11 Meter hoch oder runter geschleust werden. Und hier begegnet uns auch die Maria Kron wieder. Diese wird gerade abwärts geschleust und fährt dann weiter Richtung Mettlach.
Auch wir haben es nicht mehr weit und erblicken von einer Straßenbrücke die Gebäude von Villora und Boch. Hier im Bild das Gästehaus der Firma. Villora und Boch gibt es seit 1748 und heute produzieren 7500 Mitarbeiter weltweit einen Umsatz von 820 Millionen. Der Stammsitz ist Mettlach und hier gibt es auch die Outlets, wo man die Produkte kaufen kann. Wir fahren weiter von Mettlach her, wo es übrigens auch einen Wohnmobilstellplatz gibt, auch wieder mit Fähr- und Entsorgung. Wir fahren weiter nach Saarburg. Dabei kommen wir am Ortseingang von Saarburg an einem Wohnmobilstellplatz vorbei. Dies ist ein Stellplatz der gehobenen Kategorie, wo rund 100 Mobile Platz finden. Fähr- und Entsorgung selbstverständlich. Es gibt einen Kiosk, es gibt Bäcker, der frische Backwaren anliefert und so weiter. Über diese Brücke schließlich gelangen wir direkt nach Saarburg hinein. Saarburg hat eine reizvolle Altstadt. Mit zahlreichen Einkehrmöglichkeiten, einem ganz tollen Wasserfall. Mühlenmuseum. Und vielen anderen Dingen mehr. Von hier fahren wir zurück zum Stellplatz. Es ist eine insgesamt rund 50 Kilometer lange Tour. Schließlich stand auch die römische Villa Burg auf unserem Programm. Die Römer Villa Burg ist ein archäologisches Freilichtmuseum, welche auf den Grundmauern römischer Siedlungen entstanden ist. So in etwa, wie sie heute hier steht, müsste sie auch damals ausgesehen haben. Die Villa befindet sich im Ortsteil Burg der Gemeinde Perl. Die Rekonstruktion umfasst dabei alles, vom Bad über die Latrine, das Herrenhaus, dargestellt an vielen Ausstellungsstücken, auch die typische Heizung der Römer der damaligen Zeit, die Fußbodenheizung. In einer nachempfundenen Taverne kann man sich stärken, das taten auch wir und gönnten uns einen Schinkenbraten mit dicken Bohnen und dazu wurde Römerbrot gereicht. Schließlich besuchten wir noch den Wolfspark bei Merzig. Dieser Park wurde von dem Verhaltensforscher Werner Freund 1977 mit Unterstützung der Stadt Merzig errichtet. Hier sind verschiedene Wolfsrudel zu sehen. Vor die Linse bekamen wir allerdings hier nur die Polarwölfe. Die anderen waren so scheu, dass wir keine Aufnahmen zustande bekamen.
Man muss wissen, Wölfe sind sehr scheue Tiere, erfuhren wir von Tatjana Schneider, der Frau, die heute den Park leitet. Zu sehen bekamen wir dafür allerdings auch dieses Hornissennest. Den Abend ließen wir dann bei einem leckeren Pilzgericht ausklingen, ehe es am anderen Tag zurück nach Hause ging. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Dann zeigt uns das mit einem Daumen hoch. Vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.